Kleiner Tipp. Es gibt keine Tipps. Oh, das klingt simpel. Und damit, Leute, hi und willkommen oder so zu einem kleinen Random Game. Wir spielen Black of Duty. Das Spiel hier wurde gemacht von Daniel von Tidendo. Ich blende euch mal so ein Screenshot ein, was ungefähr so seine letzten Uploads waren. Damit ihr so in etwa wisst, wie das Spiel so funktioniert. Damit ihr in etwa wisst, wer der Typ ist. Wie das Spiel funktioniert, das sehen wir gleich. Die Musik, der Remix von Action 52, Cheaterman Theme, glaube ich, war es. Doch, oder? Ja, genau, das war's. Von Userboy, also ja, Credits draußen an den Typen oder so. Und ich habe auch vorhin einen Glitch gefunden. Wenn die ganze Zeit Laden rein und raus geht, dann, Hilfe! Ah! Ah, okay, gut, alles wieder gut. Das ist ein Remake von seinem alten Black of Duty Spiel. Wir fangen mal an. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Wir sind auf jeden Fall dieses kleine Orb-Viech hier. Und dürfen nicht sterben und mal das einsammeln und die Gegner killen, Mann. So, und soweit ich weiß, hat Daniel auch gesagt, er hat auch Bock, das Spiel zu erweitern. So, wenn er halt Bock hat, so langweilig ist. Und ja, wir hatten gerade gelesen, da stand Remake, denn das ist ein Remake von so einem alten, richtig schlechten Spiel, was aber irgendwie ganz lustig sah. Was ist jetzt los? Achtung, ab jetzt kommen neue Gegner! Leertaste Ausrufezeichen. Die Blockies! Ja, wirklich. Können keinen Schaden erleiden. Klingt fair. Na, klingt sehr fair, auf jeden Fall. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Was ist die Backstory hinter dem Game? Das würde ich gerne mal wissen. Also ich weiß nicht, wie lange das Spiel ist. Also entweder ich nehme 10 Minuten auf oder 30 Minuten. Mal gucken, wie lange das Spiel ist. Ich habe es irgendwo jetzt in meinen Upload-Plan reingeschoben. Und irgendwann kommt das dann. Ich habe nämlich... ich habe das Video gesehen. Ich habe beide Videos gesehen, das den alten. Das hat das mal reviewed, mehr oder weniger, das eigene Spiel. Bis zum nächsten Level. Und als er dann das Remake rausgepackt hat, das hier, dachte mir so, oh mein Gott, ich muss das unbedingt mal let's play. Ich spiele das alles hier in diesem Video durch, auf jeden Fall. Oh Mann. Okay. So was andere? Ich glaube, man muss ihn sogar gar nicht killen, aber ich mach's mal. Warum nicht? Ich glaube, das Spiel ist nicht so lange. Ich glaube, das wird nicht mal 30 Minuten sein. Ich glaube, das wird vielleicht mal 15 Minuten oder so, schätze ich jetzt. Ich weiß auch gar nicht mal, ob es einen Endboss gibt. Ich bin mir da echt nicht sicher. Kann aber sein. Ich bin mir nicht sicher. Wäre aber auf jeden Fall echt cool, wenn es so einen Riesenklütz-Typen gibt. Der ist dann genauso wie der da. Aber, keine Ahnung, wenn man dann genug Gegner besiegt, dann wird er verwundbar oder so. Das wäre doch eine coole Idee. Komm, Daniel, bau das ein. Falls es keinen Boss gibt. Wow, hier gibt es viele Coins und auch viele Gegner. Hilfe! Was ist hier los? Oh, okay. Bei den Stacheln sterbe ich instant. Das soll ich nur ausprobieren. Küsse. Ich will alle killen! Oh, verdammt. So, der ist down. Hier gibt es ein Medikit, wenn ich will. Ah, ich brauche ein Medikit. Schön noch Coins. Hat er bestimmt alles mit seinem Mund aufgenommen. Ja, was ist jetzt los? Warte, ist das das Ende? Nein, oder? Was? Ich kann aber auch den Bildschirm raus. Ah, jetzt bin ich wieder da. War ein gutes Spiel. Das war super.